Willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich mit euch Leckerlis testen. Nicht wundern, da anfange ich jetzt mit Audio, weil ich habe leider den Anfang verloren. Naja, ich hoffe, es ist nicht so schlimm und viel Spaß bei diesem Video. Vorne werben die auch, dass es fettarm ist. Und ohne zusätzliche künstliche Farbstoffe. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die Inhaltsstoffe davon an und mal schauen, was da so drin ist. Zusammensetzungen, das fängt ja schon mal gut an. Getreide, Glycerin ist übrigens eine Art von Zucker. Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 8%. Zucker, pflanzliche Eiweißextrakte. Pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öl und Fette, 24%, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Meint ihr, ahnt es jetzt schon gerade dieses mit Leckerlis und Futter und so auskennen und so? Aber ja, was soll ich dazu sagen? Das ist einfach nicht gut. Das sind pflanzliche Nebenerzeugnisse, das sind tierische Nebenerzeugnisse, da ist Zucker und da ist Getreide drin, einfach alles, was ein Hund nicht haben darf. Da ist ganz viel Mist drin und davon auch jede Menge. Ich muss sogar auch sagen, Schande über mich, aber ich habe die früher verfüttert. Ich habe die tatsächlich früher verfüttert, aber ich hatte die, keine Ahnung, was habe ich die geholt, 2-3 Mal. Auch schon fast 4 Jahre her und ja, oder 3 oder so. Ich glaube, da kam die sogar neu raus. Da hatte ich, glaube ich, einen Yoshi gar nicht so lange. Ich will das aber jetzt nichts Falsches sagen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es schon eine Weile her. Oder vielleicht gab es die ja schon. Keine Ahnung. Ich will das jetzt, wie gesagt, nichts Falsches sagen. Aber ist schon auf jeden Fall eine ganze Weile her. Und ich habe die verfüttert, aber auch wirklich sehr selten. Habe ich mich noch nicht so mit dem Futter ausgekannt, aber schon ein bisschen. Da habe ich sie wirklich selten verfüttert. Ich habe die nur 2-3 Mal geholt und wirklich sehr selten verfüttert. Aber jetzt gibt es sowas eigentlich für mich gar nicht mehr, weil es ist nicht gut. Es gibt einfach viel bessere Leckerlis und da braucht man sowas einfach nicht. Und ja, schon wenn es dann anfängt mit Getreide, Glycerin, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Leute, gleich am Anfang, dann ist es auch klar, dass es kein gutes Futter ist. Und ich verstehe einfach nicht, wie man sowas macht. Es gibt jede Menge schlechtes Futter an Leckerlis und so. Ja, aber es ist auf jeden Fall nichts, dass ihr eure Hunde verfüttern sollt. Denn Glycerin, also Zucker, tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide, sind ja alle Sachen, was Hunde nicht fressen dürfen, was nicht gut ist und vor allem in Leckerlis und so. Ist nicht gut. Wie gesagt, früher gefüttert, aber jetzt gibt es die überhaupt gar nicht mehr. Und ich habe das ein Ewes nicht mehr geholt. Die würde ich auch so nie verfüttern. Ich verfütter eben jetzt 1 oder 2 als Testen. Mal schauen, was ich mit den restlichen mache. Vielleicht füttere ich sie auch mal. Vielleicht mache ich sie auch weg. Vielleicht verschenke ich die das so. Mal schauen. Weil, das kann ich mal durchlesen. Da wollte ich mit euch mal die Futtereinteilung. Man sieht, Hunde bis 7 Kilo dürfen 4 Stück. Hunde bis 15 Kilo dürfen 7 Stück. Man hätte ja gerne Verpackungen geben können. Wie viel kriegst du nicht mal von hochwertigen Leckerlis in der Größe? Und dann noch von 30 Gramm. Also 30 Kilo Hunde, die ab 30 Kilo mehr dürfen 12 Stück fressen. Also von denen würde ich sagen, mal nicht mal 1. Boah, ich habe die jetzt aufgemacht und die stinken. Die stinken alle. Ja, wenigstens sind da keine Farbstoffe drin. Das ist ja schon mal etwas Gutes. Die riechen nach Wildschweine, aber auch ein bisschen. Ich finde schon, die riechen ein bisschen künstlich. Ja. So sehen die aus. Oh, Yoshi geiert schon. Also Yoshi findet die lecker. Die stinken halt auch sehr nach Wildschweine. Ja, ich finde die super, aber ja, er hat halt andere Leckerlis, die er auch mag und daher brauche ich sowas jetzt nicht. Auch wenn er die jetzt super findet und so. Aber das ist ja klar, dass er die toll findet. Die sind aber auch weiß, könnte man auch schön klein machen. Rein theoretisch zum Training. Will ich euch aber nicht empfehlen, wegen den Inhaltsstoffen.
Ich weiß noch, ich habe die früher immer so Streifen, diese Yoshi, diese Streifen-Datteln gemacht und habe immer nur Streifen gegeben. Ja, Yoshi findet die übelst geil. Nein. Okay. Aber wenn ich ihm nur die Sachen gebe, die er geil findet, dann ja, würde er nur ungesunde Sachen bekommen. Und die Hunde halt, da müssen halt auch schauen, dass der Hund auch gesunde Sachen bekommt. Auch wenn er schmeckt. Heißt es aber nicht, dass es gesund ist. Genau, mein Fazit habt ihr ja schon bekommen. Ich finde, habe ich schon oft genug gesagt. Ich finde, der Gartel ist nicht gut. Würde ich auch nicht verfüttern, weil da einfach so viel Zeug drin ist, was nicht gut ist und so. Kann ich auch ehrlich gesagt nicht so fehlen. Hunde lieben die, finden die super. Aber ja. Ich habe jetzt noch was Besseres für ihn. Da geiert er gerade drauf. Ein Hasenohr. Sein heißgeliebtes Hasenohr. Das war's auch schon mit diesen Videos. Ja, schon dieses Hasenohr wieder fast aufgefressen. Das frisst es so schnell. Du sollst es kauen. Es ist zum Kauen. Und nicht ein paar Mal kauen und sofort runterschlucken und inhalieren. Naja. Ich würde jetzt langsam hier dieses Video beenden. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Leckerlis sind jetzt nichts, was ich verfüttern würde, was ich großartig kaufen würde. Könnt mir mal gerne eure Meinung sagen, würde mich sehr interessieren. Und ja, das war's von uns. Ciao!